Moin Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Adam Wolf. Wir kommen diesen komischen Menschen hier auf die Schliche, die ewig leben wollten. Also er hier hat, glaube ich, am meisten Dreck stecken. Ich habe auch so die Vermutung, dass er das war. Wir hatten das eben in der, oder eben was in der letzten Folge war das, glaube ich, in der Sequenz gesehen, wo er den Typ hier erschossen hat, den Whitman. Da hat man so die Silhouette gesehen und da hatte der auch so ein Kopftuch auf. Also von daher, ich weiß es nicht. Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal da hinten rein. Es ist Sand from Ir Fatim, one of the last Sand Elementals. Seit für unsere jahrelange Freundschaft möchte ich dir dieses Geschenk machen, Whitman. Mist, der hatte mir irgendwas gesagt. Ja. Okay. Ich mach jetzt mal blau, grün, rot. Oder grün, blau, rot. Habe ich da irgendwelche Tipps? Ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, hier blau, grün, rot. Rot. Deswegen, aber... Das ist ja... Was soll ich das denn jetzt wissen? Okay, so bringt das nichts. Hab ich irgendwas... mir einen Hinweis geben könnte. Ja, der sagt mir natürlich hier rein, aber woher soll ich die Farbkombination denn wissen? Nee. Ich will nicht überspringen. Machen wir mal rot, grün, blau. Ha! Finally. A breakthrough. It won't be easy, but it's doable. The fire demon's weakness is sand. A sand elemental is able to counter the fire demon. Okay. Ich hab Sand. The fire demon's weakness is sand. A sand elemental is able to counter the fire demon. Okay, dann... Ich sollte mich lieber von diesem Dolch fernhalten. Ja. Aber hier sonst... The fire demon's weakness is sand. A sand elemental is able to counter the fire demon. Okay, hier kann ich jetzt aber auch nichts mehr tun. In my work desk. I hid the crucial piece of information on how to find and tame a sand elemental. In seinem Schreibtisch. It's impossible to open it without a two-part key. The first one is hidden in the council sigil, and the second one I will be taking to my grave. Ach, das wird das hier. My mortal remains will rest in a chapel at the San Francisco National Cemetery, lot 127. I wish I could take some of my whiskey to the grave. It would make for a better afterlife. Okay, ich muss zur Kapelle.
schließen, ja. Dann, warte mal, vielleicht passiert jetzt hier noch was? Nee, die... Man hat mich gerade rausgeworfen. Naja, nicht gerade, aber... Okay, das heißt, wir müssen zur Kapelle, Pelle. So. Da sind wir auch schon, da können wir runter. Sonst ist hier aber auch nichts. Okay, wir... Gruselig, ja. Das Ding ist da unten. Ich werde es mir... Ich werde nicht meine besten Schuhe ruinieren. Meine einzigen Schuhe. Ach, du armer Mann. Was machen wir denn jetzt? Irgendwas mit der Krawatte hoch. So. Okay, jetzt haben wir die Schaufel. Da können wir was mit tun. Jetzt haben wir einen Stock. Okay. Da haben wir noch ein... Will ich die Schaufel hier noch drauflegen, oder was? Nee. Stockverlängerung. Diese unmarkierte Platte hat Risse. Der Steinmetz hat wohl nachlässig gearbeitet. Kann ich jetzt hier mit da drauf pöllern? Nee. Aber vielleicht mit der Schaufel da drauf pöllern. Ach, da, Mensch, da liegt doch ein Hammer. Okay. Sonst kann ich hier aber auch nichts mehr machen. Ich bin doch noch gar nicht im Grab gewesen, also. Dahin. Hier müssen wir schippen, oder was? Nee. Steckt fest. Achso, warte mal, kann ich da irgendwie mit der Schaufel zwischen? Nein. Hallo, bleib mal da. Ha, ich bin dann immer zu hektisch. Ich muss das mal langsamer machen. Also, es ist fest und bewegt sich nicht. Okay. Dann können wir da mit dem Stein drauf kloppen? Ja. So, jetzt können wir die da reinstecken. Dann haben wir das Tor geöffnet. Sesam, öffne dich. Ab in die Kapelle. Wow. Luxus zu Lebzeiten und nach dem Tod. Ja. Ein Schlüsselloch. Ich wage mal zu behaupten, dass Whitman paranoid war. Kann ich das hiermit aufbrechen? Nein. Ist das ein Schlüssel? Nein. Kann ich das hiermit aufbrechen? Auch nicht. Das ist wunderschön graviert. Ja. Aber ich habe keinen Schlüssel. Warte mal. Doch irgendwo gesagt, da kriegt er. Wenn ich den öffnen will, muss ich das Grab besuchen. Ja. Whitmans Adresse, das war das. Der hat, hatte der nicht irgendwo gesagt, da liegt ein Schlüssel? Das ist für die Gruft. Nee. Was sollen wir eigentlich hier mit? Warte mal, kann das sein, dass wir... Ich muss erstmal...
Whitmans Anwesen, das Arbeitszimmer, da wollen wir mal eben hin. Hatte der nicht gesagt, dass das irgendwie ein Schlüssel in seinem Schränkchen hier war, in seinem Schreibtisch? Aber da komme ich ja nicht hin. Hätte ja klappen können. Okay, ich, Fakt ist, ich habe keinen Schlüssel. Und aufschießen will er nicht. Also Fakt ist, ich brauche einen Schlüssel. Bing. Okay, ich muss nochmal hier rein anscheinend. Da habe ich ihn vergessen, guck mal. Ach Mann, Junge. Ich hab Sand, ich kipp dich voll mit Sand, mein Freund. Hau ab. Imbecile. Give me one good reason why we shouldn't get rid of you right now. Warum ist die so zickig? Hier, schneid dir die Brust auf. Das wird nicht klappen. Hier, willst du einen Klunker? Auch nicht. Ich hau hier einen mit der Schaufel. Auch nicht. Nee, den darf ich auf gar keinen Fall geben. Hier, ich bin Bulle. Ex-Copskin. Disappear just as easily as the next guy, and Fang was right. We should get rid of him. Aber Kollege, ich bin der Einzige, der euch helfen kann. Go on. I'd love to see how you deal with the fire demon yourselves. Genau. At least I know how he can be defeated. Do you know? Well, I'm all ears. Sag es ihm nicht. This is what we'll use against him. That's his weakness. San, enough of this. He's taking us for fools. Then stop acting like fools. Mr. Wolf, are you saying that you can defeat the damned thing? I have the means to. What I need is just a bit more time, and the fire demon will be history. In that case, I believe Mr. Crumb and Miss Fang can forgive the intrusion of our privacy this one time. Go on then, Mr. Wolf. Destroy that demon, and don't return here until you've taken care of it. Okay, haut rein, meine Freunde. Ihr seid sehr nett, nicht? So, aber ich hab den Schlüssel. Zack. Zack. It was time to see what secrets I'd uncover inside Whitman's grave. Before I had a chance to take a good look, felt something hit the back of my head. Hier wieder einer mit diesem. Und er saß eben auch nicht am Tisch, der hier. Der saß sowieso nicht. Doch. Everything turned black, and just like that, a horrible night took a turn for the worse. Oh no. Okay, ich, wir kommen hier raus. Gott, ist das eklig. Jetzt brauche ich nur noch einen Hebel. Dieser Geruch ist da. Wo brauchst du denn einen Hebel? That was close. I don't know who's after me, but maybe I'm lucky and he left some clues behind. So.
wahrscheinlich hat ihn der Angreifer auf seinem Weg nach draußen zum Abstürzen gebracht. Schuhspuren führen vom Eingang zum Sarg. Ein Stück Stoff, das wahrscheinlich hängen blieb, als der Angreifer den Deckel schloss. Und da muss das dahin. Nee, ein kleiner Knüppel. Vermutlich hat man mich damit auch auf den Kopf geschlagen. Nach draußen zu. Achso, so rum. Ein Stück Stoff. Dieses Muster kommt mir bekannt vor. I know this print. It's the same as the one on Saeed's headscarf. That bastard tried to kill me. I need to call Marv now. Adam, that fingerprint is still not analyzed. You gotta stop call. Marv, I think my employer just tried to kill me. And he also might be the one who killed Whitman. His name is Saeed El-Qadir. He's the owner of the Sakat Gallery. Shouldn't be too difficult to track him down. All right, Adam. I'm on it. I'm on it. Okay. Muss aber doch hier noch irgendwas da. Guck mal, da ist hier den Stöppel da rein. Bing. Ritualschriftrolle. Oh, die brauche ich. Sie beschreibt, wie man ein Sandelement. Wie man das Sandelementar findet, wahrscheinlich. So, jetzt muss ich wieder in das Apartment zurück. Und dann kann ich ihn hier da draufsetzen. Und dann soll mir jetzt mal einer erklären, was ich hier tun soll. Achso. Da reinkriegen wahrscheinlich, ja. Und dasselbe muss ich gleich mit dem hier auch machen. Gehe ich mal von da aus. Oh je. Ich will das nicht überspringen. Irgendwie muss das ja zu schaffen sein hier. So. Und dann... Oh, keine Ahnung. Da nicht hin. Mist. So. Ach nee, dann fährt er ja hier durch. Aber so. Nee, so schnell kann ich nicht klicken. Mist, ich habe gedacht, die kann ich dann gegeneinander fahren lassen. Aber dasselbe Problem hier auch, ne? Ja, sicher. Wie?
ich die denn dazu an? Da brauche ich nicht, da bringt er mir nichts. Leute, ich beende hier die Folge. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge hier von Adam Wolf. Lasst mir ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Würde mich total freuen. Ich würde sagen, haut rein. Ciao und tschüss.